Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Wasl-Map. Ja, ich habe ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir uns heute noch ein bisschen Equipment kaufen wollen. Zum Beispiel einen hier, ein Flatbed B-Trailer. Der kann 30 Ballen, Quarterballen laden, 36 Rundballen, 16 Paletten und 8 Holzpaletten. Ja, und den kaufen wir uns jetzt. Den werden wir noch ein bisschen an uns angleichen. Anhängerkupplung, Anhänger hinten, dass er hinten noch was dranhängen kann, möchten wir haben. Unsere Farbe, Radsetup normal, Felgenfarbe schwarz, Stockparts, Chrome Parts, Stock reicht. Und URL Flatbed, den braucht ihr, wenn ihr das haben wollt. Standard müsst ihr selber aufladen. Mit dem URL könnt ihr das automatisch machen. Gut. So, dann haben wir noch 124.000. Eine Dolly brauchen wir erstmal. Auch Standardbereifung. So, und dann bin ich gerade stark am Überlegen, ob wir uns nicht jetzt schon den Ballenwagen holen. Ich meine, die Kohle haben wir im Moment, also hau raus. Zack. Was soll's. Mal wieder kurz geshoppt. 147.700 Euro. Ja. Aber wie gesagt, von nix kommt nix. Wir müssen investieren, damit es bei uns vorwärts geht. Ohne Investition kommt kein Mensch vorwärts. Nein, das wollte ich jetzt nicht unbedingt so. So, und Dolly dran. Komm mal hier. Ja, gerade am Rangieren. Nein, das war zu schnell. So, und genau deshalb, wollte ich den mit. Hallo? Dass der hinten noch was anhängen kann. So. Weil das ist einfach eine praktische Geschichte. Unser kleiner Road Train. Läuft. Ja, das Schiff muss immer hupen. Wir fahren jetzt zu Feld Nummer 6. Und werden da dann mal die Ballen aufladen. Ich muss hier ein bisschen abkürzen, sorry. Aber das Gespann ist so lang und irgendwie der Ballenwagen schiebt von hinten ganz schön ordentlich. Ich glaube aber, wir machen hier noch einen kurzen Stopp und düngen das Feld. Wenn wir schon hier in der Gegend sind. Dann können wir das auch noch schnell erledigen. Müssen wir sowieso irgendwann. Also, warum nicht gleich jetzt? Ich hoffe mal, dass der Dünger reicht. Ist noch halb voll. Müsste eigentlich hinhauen.
Müssen wir dann sowieso auffüllen gehen. Wenn wir hier fertig sind. Weil fürs Feld Nummer 6 brauchen wir einen kompletten Düngestreuer. Also ein, nicht einen, sondern eine Füllung. Eine Füllung des Düngestreuers brauchen wir da. Ja, für das Feld müsste es reichen. Hm. 150 bleiben ungefähr, 160. 180, ja, das reicht, komm. Wenn man selber fährt, ist halt wichtig, dass man die Maschine beim Wenden ausmacht, weil sonst düngt die weiter und dann verliert man natürlich Geld und Dünger. Das kann sich nicht jeder Landwirt leisten. Sehr schön. Fertig sind wir. Dann fahren wir gleich mit dem Traktor zum zum Dings da. Zum Nachladen. Dann ist der nämlich schon wieder einsatzbereit und steht am Hof. Den wird man eigentlich dann als nächstes auch... Ne, den fahren wir auch gleich zu Feld 6. Weil da brauchen wir ihn als nächstes, den Düngestreuer. Oh, jetzt zickzack fahren. Zu viel. Kann man den Matsch eigentlich irgendwie... Ja, okay, doch, ich könnte hier ja mit der Walze eine normale Straße wahrscheinlich anlegen und den Matsch so entfernen. Ich muss auch gleich mal gucken, wie viel denn überhaupt noch... Wie viel überhaupt noch in unserem Düngedinger drin... Und da steht eine 0. 186, kann das sein... Dann müssen wir nämlich mal Dünger kaufen gehen. Ich glaube, Saatgut können wir ja selber herstellen. Ne, Futtermischanlage ist das, die wir am Hof haben. Aber dann müssen wir mal einen Anhänger oder zwei Dünger kaufen. Vor allem eigentlich nach diesem Feld schon. Und darum geht's auch jetzt schon wieder weiter. Die Ballenpresse nehme ich jetzt einfach mal mit, weil die kann ich nachher genau in dem Gespann, wie ich es jetzt hier habe, auch nach Hause fahren. Da muss ich nicht zweimal irgendwo hinfahren.
So, die Presse stelle ich jetzt wohin? Ist eigentlich völlig egal, ich stelle sie einfach hier hin. Gut, und dann starten wir mit X. Einfach den Auto-Logging. Und dann lädt er schon mal auf. Ich befürchte aber gerade, dass wir mit einer Ladung nicht hinkommen. Also wir werden noch ein zweites Mal herfahren müssen. Und dieses Autoload ist natürlich unrealistisch. Aber es macht so viel einfacher. Wenn ich jetzt überlege, ich müsste jeden Ballen extra aufladen. Ich glaube, da geht es nicht nur mir so, sondern auch euch. Da würdet ihr ein bisschen am Rad drehen. Ui, das war knapp. Was habe ich gesagt? Wie viele Ballen liegen hier auf dem Feld? 60? Oder habe ich 100 gesagt? Ich habe, glaube ich, meine Aussage dann noch korrigiert. Aber es sind wirklich fast 60. So, 6 Stück gehen noch drauf. Nee, es sind nur 40 oder so. Aber ich muss auf jeden Fall nochmal kommen. 2, 4, 6 sind es noch. Also 35. So, jetzt ist nur die Frage, wo hauen wir die rein? Wir haben so viele Scheunen. Eigentlich könnte ich es in eine Scheune reinballern. Vielleicht sogar gleich die hier rechts. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich da dann reinfahren muss. Also hier wäre schon cool, aber nee, die kriege ich da nicht rein. Oh oh. Ich fahre hier gerade einen richtigen Schmuh zusammen. Ja, aber so einfach ging es eigentlich. Hier könnte man zum Beispiel eine Ladung hinsetzen. Ja, ich glaube, das mache ich sogar. So. Sobald der Ladewagen voll ist, der Ballenanhänger, könnt ihr mit B auswählen, wo der eure Sachen hinplatzieren soll. Je nachdem, wie ihr B drückt, gibt ihr euch dann ein Raster vor, wo er das hinsetzen möchte. Und ich muss noch näher an die Wand ranfahren. Ich möchte ihn nämlich so gut wie es geht an die Wand bringen. So ist eigentlich, sieht's gut aus. Und mit Z könnt ihr dann einfach abladen. Oder auch nicht. Ich lade jetzt einfach nochmal auf. Und probiere es nochmal. Die fallen um. Ist doch kacke, ist doch das. Okay, dann hier nicht. Wo denn dann?
Ah, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich baller die hier rein. Ich meine, da drüben stehen ja auch schon welche, aber da wollte ich die jetzt nicht noch dazu setzen. Ein LKW wäre natürlich auch was Feines. Werden wir uns natürlich irgendwann holen. So, Moment, ich muss gucken, dass wir den richtigen Abstand hinkriegen. So wäre gut. Ah, schwierig, schwierig. Mit dem LKW geht es viel einfacher, da hat man nämlich eine Deichsel, oder eine Lenkung weniger. Okay, aber jetzt ist es mir einfach zu viel. Weg damit. Nein, genau das wollte ich nicht. Naja. Egal. Wir holen jetzt noch die restlichen Ballen. Sind ja nicht mehr viel, sind nur noch 5 Stück. Und, ja, das Düngen müssen wir in der nächsten Folge weitermachen. Und wahrscheinlich auch die Ernte von dem nächsten Feld. Ey, jetzt lässt er mich nicht überholen, oder wie? Ah, ich bin ein bisschen schneller. Die fahren genau 50. Aber da vorne kommt die Kurve. Nein! Mann! Gescheiterter Überholvorgang. So, Ballen voll aufladen und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Und ja, Like, Abo, Kommentar, wie ihr wollt. Feel free. Bis dahin. Ciao.